Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Heute wieder eine Challenge, denn wir versuchen nur mit königlichen Karten zu gewinnen. Haben ja einmal den König nur eben als Geist im Deck, dann noch den Sohn, also den Prinz, auch noch den dunklen Prinz. Die Prinzessin natürlich, hier noch einen Königsriesen, also noch den zweiten König hier im Deck. Dann haben wir auch noch die Königsrekruten und auch die Königsschweinchen und eben die königliche Luftpost. Das sind eigentlich so die perfekten Königskarten, sind ja alle vom Königshaus. Klar, der Riese, der ist ja eigentlich so ein eigener König, sage ich mal. Der einzige, der für mich auch noch so ein bisschen reingepasst hätte, wäre vielleicht der Ritter gewesen, aber die anderen passen eben noch stärker da rein. Deshalb habe ich das Deck so gemacht und so genommen. Und ich würde sagen, wir versuchen direkt mal die erste Runde zu gewinnen. Wünschen unseren Gegner viel Glück. Okay, unser Gegner hat auch einen Königsgeist. Gegen den werden wir gleich die Königsrekruten setzen. Denn der Flächenschaden wird dann nur auf eine Seite gehen. Klar, bis jetzt noch nicht so der stärkste Start. Aber wir werden jetzt gleich mit dem normalen Prinzen seinen Magieschützen töten. Und jetzt haben wir hier die Prinzessin und der Prinz zusammen. Ja, da wird schon ordentlich viel Damage durchkommen, denke ich, durch unseren Prinzen. Und die königliche Luftpost hat die Walküre, denke ich, da auf der anderen Seite gut aufgehalten. Jetzt muss hier ein dunkler Prinz kommen, der direkt fällt, aber der Königsgeist wird das Ganze auch hier mit dem letzten gegnerischen, ja, mit der letzten gegnerischen Einheit beenden. Macht sich dann wieder zum Geist und holt für uns noch nicht den Turm, denn er setzt den Königsriesen, den haben wir auch im Deck, aber bis jetzt noch nicht gesetzt. Jetzt konnte er uns damit schon mal gut Damage geben und ärgerlicherweise macht die Walküre da auch einen guten Job gerade. In der Defensive. Den Königsgeist fangen wir mit einem Prinz ab. Bis jetzt haben wir noch nicht mal alles gespielt. Aber das Deck ist auch ziemlich cool eigentlich. Bis jetzt auch gar keine Probleme wirklich. Also klar, ich konnte eben nichts setzen so wirklich, weil ich nichts auf der Hand hatte. Aber es ist jetzt nicht so ein Deck, wo man extrem den Nachteil hat. Die Karten sind eigentlich ganz cool. Klar, Zauber kann ich nur die königliche Luftposten mitnehmen und sonst nichts. Die ging fast ins Nichts, aber hat wenigstens noch die Walküre getroffen. Hier müssen wir jetzt zum Deffen den normalen Prinzen setzen. Und damit die Schweine auch mal gespielt wurden und nicht gar nicht eingesetzt werden, setze ich die jetzt auch mal, die Königsschweine. Wir haben gut Damage durchbekommen. Leider hat der Gegner aber auch schon gut Damage durchbekommen. Gut, die Prinzessin hat ihn noch getroffen. Wir greifen jetzt an mit einem Königsriesen. Ja, sieht sehr gut aus. Wir haben direkt den First Buy gemacht mit einem sehr coolen Deck. Sehr, sehr nice. Und weil es so schnell ging, mache ich noch eine nächste Runde und versuche direkt nochmal mit nur Königskarten zu gewinnen. Oh, da habe ich den dunklen Prinz etwas unpassend gesetzt. Aber unsere overlevelte Prinzessin überlebt sogar das Kampfholz. Aber bis jetzt haben wir noch keinen guten Angriff machen können, aber er hat uns bis jetzt auch noch nicht viel Schaden angerichtet. Aber was ich wieder nur erwähnen kann, cooles Deck, sieht sehr cool aus, sehr lustig. Ich finde es immer sehr cool, wenn die Decks auch noch gut sind, wenn man von einer Sache was spielt nur. Ist immer extrem cool. Und hier, das ist auch ein ziemlich abwechslungsreiches Deck. Nicht wie bei alle nur Kobolde, klar, da gibt es auch ein paar Unterschiede, aber das ist dann halt fast alle Karten, außer jetzt der Kobold. Riese sind dann nur Kleingemüse und bei vielen anderen ist es eben sehr ähnlich, dass es da keine richtig coole Kombi gibt. Jetzt machen wir eine Doppel-Prinz, einmal dunkler Prinz, einmal normaler Prinz zum defensiven Part hier. Ah, jetzt könnte ein Schlag durchkommen. Die königliche Luftpost braucht ja immer sehr lange. Ja, ein Schlag kommt durch, sehr ärgerlich. Fast hätte der Rekrut den Schlag abbekommen, das wäre natürlich geiler gewesen. Aber der Rekrut wird nicht alleine in den Kampf geschickt, sondern der Königsgeist persönlich kommt noch mit und versucht. Ja, ein paar Hits werden nicht durchkommen, weil er den nächsten Packer schon setzt. Aber diesmal wird sein Packer kein Unheil anrichten können, denn wir setzen die Königsrekruten. Und der Minenwerfer ist für uns schlecht platziert. Also er nervt uns jetzt ordentlich. Dann setzen wir den defensiven Königsriesen, der das Ganze da finisht, und wir setzen auf der rechten Seite noch als Unterstützung den Königsgeist. Ah, der wird natürlich
von einem Packer wieder aufgehalten, aber diesmal wird der Minenwerfer kein Unheil anrichten, der wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr low gemacht von unserem Königsriesen. Und wie es scheint, bis jetzt kann es gut sein, dass das Only Königsdeck schon wieder erfolgreich ist. Wir setzen den Königsriesen auf der rechten Seite, da kommt wieder ein Packer gegen und wir pushen jetzt mal mit den Königsschweinchen, hat leider nicht so gut funktioniert, weil er noch eine Skelettarmee auf der Hand hatte, aber die Königsrekruten fangen auf jeden Fall easy den Packer ab. Ja, so easy dann doch nicht, aber es reicht noch, um ihn zu vernichten. Der Magier wurde auch schnell getötet auf der linken Seite. Machen wir ordentlich Damage, während jetzt auf der rechten Seite auch nochmal ein Angriff gestartet wird. Vom Prinzen und vom Königsgeist. Da setzt er viel zu Verteidigung und hat damit auch die linke Seite außer Acht gelassen. Und der dunkle Prinz finisht das Gebäude. Sehr, sehr nice. Und jetzt noch einmal zum 1000. Mal. Sehr geiles Deck, sehr geile Challenge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.